Alter, was geht ab, Leute, Junge? Quest fängt gleich an in 10 Minuten. Ist ein bisschen regnerisch. Ah, nee. Eher es tröpfelt, also. Nicht ganz so saftig zum Spielen, aber sollte uns nicht daran hindern. 374 wollen wir sehen, das ist ein 100er. Shinies werden, oder anscheinend sind sie, relativ häufig. Nicht so wie bei Bashwa. Ja, egal. Also einer reicht mir eh und dann kann ich den tauschen und dann Shiny Lucky haben. Shiny Lucky Sammlung geht voran. Event endet auch, glaube ich, schon bereits morgen oder so. Dementsprechend morgen oder übermorgen ein saftiges Update zu meinen Shiny Luckys. Wir fehlen jetzt noch Shiny Luckys. Boah, schon noch ein paar. Aber ich habe halt jetzt durchs Event, also ich habe so 60 Lucky-Freunde momentan. Ja. Also wenn ich die alle abarbeiten würde, dann halt nicht mehr so viele. Aber auch alle von hier oder viele auch von hier? Jetzt so 40 hier und 20 so verstreut in Deutschland. Schauen wir mal. So, der Kollege kriegt einen Lichtel. Und ein weiteres für die Sammlung. Wie gesagt, die Sammlung seht ihr dann nach dem Event. Und dieses Event hier fängt gleich an in 3 Minuten. Ne, das war er. Was brauchen wir? Ich hab nicht hingeschaut, was wir brauchen. Naja, immerhin. So, die erste Quest. Es ist schlecht. Ich war gestern auf dem Heimweg, habe ich schon hier ein paar Stops gedreht. Die sind nicht mehr aktiv für mich. So, ich habe ein bisschen Zeit verloren. Mein Crypto Labras. 584, glaube ich, mindestens. Aber selbst das ist das Allerniedrigste. Achso, Wetterboost. Ah, keine Ahnung. Mann. Seht ihr das, Leute? So schnell ging's. 374. Ein guter Tag. Aber wir können noch nicht aufhören, wir brauchen noch Shiny. Oh, der Deck-Sein-Tag brauche ich, bis er alle nur mit Funk-Trick gefangen hat. Und zack! Krass! Shiny am Arsch am Start, Leute. 351. Nach 24 Minuten, 2,5 Stunden hätten wir noch. Aber eigentlich alles erreicht. Aber ein bisschen können wir noch zurück. Noch ein zweites. So. Ja, PvP? PvP hat Zungenbrille, ja. Stimmt schon. Das stimmt schon. Shiny Nummer 3. Wir sind gerade ein paar Spielern begegnet. Die hatten schon 7, 10 Stück und sowas. Aber über 3 und 100er kann ich nicht klären. Ich habe gerne eine Frage, wie es bei euch so lief. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Und wollt ihr mehr Quest-Days sehen? Wie findet ihr die Quest-Days? Ich finde immer sehr, sehr nice. Kleiner Bonus wäre noch nicht schlecht, so Doppelstaub oder sowas während der 3 Stunden. Wäre nicht schlecht, finde ich. So. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Shiny Nummer 4. Langsam. Haben wir genug. 3-4-4, nichts Besonderes. Stürmisch. Windiger. Mit dem Kollegen wollte ich auch noch tauschen. 100 Tausche. Gestern nicht geschafft. Wegen dir, Dimi. Kleiner Zockerabend gestern. Und dann den ganzen Tag unterwegs gewesen. Da habe ich keine Zeit gehabt, die Tausche unterzubringen. Aber ja, wir gehen auf die Tauschpartner aus. Also keiner hat mehr was. Er ist noch ein Kollege und morgen dann halt noch muss ich irgendwie jemanden füttern. Patut, Kratikal. Keine Ahnung, wieso er jetzt am Start ist. Aber X-Rate Arena wird sich mal gegönnt. Wer weiß, wann die nächsten Einladungen wieder kommen. Momentan sehr, sehr chaotisch bei Niantic. Und der kann auch shiny sein. Schauen wir doch mal.
noch entscheiden, Leute. Aber ich glaube, ich habe ein, zwei schon nicht gezeigt, also Ausbeute zeige ich euch gleich noch. Nummer 5 oder 6 hier. Direkt hinter ja noch einer. Heftig. Aber braucht man nicht so viele. Wir brauchen noch Perlo ohne Ende. Da eigentlich auch schon ein paar weggeschmissen. Also hier wird es auch so der Fall sein. Leute, es ist jetzt kurz vor 17 Uhr, Event endet gleich, aber ich persönlich habe schon vor einer guten Stunde Schluss gemacht. Ausbeute 8 Chinese, 200er, was will man mehr? Danach, ja, haben wir einfach Schluss gemacht und dann noch ein bisschen getauscht. Sind nicht ganz auf 100 Tausche gekommen, eigentlich nur 30. Von den 30 war nur eins lucky, also Quote schlechter als normal, was aber passieren kann, ist halt nur Statistik. Man kann auch mal am schlechten Ende der Statistik sein. Und dann habe ich noch einen Kollegen getroffen, mit dem habe ich noch einen Glückstausch gemacht, aber da wir schon einen Spezialtausch hatten, habe ich halt irgendwas anderes genommen, was ich noch in 100 brauche. Zum Beispiel Tropius, aber das ist das Schlechteste geworden, was geht. 12, 12, 12. Ich schätze mal, wir haben unser Glück aufgebraucht mit den 200ern. Da kann man sich nicht beschweren. Ich packe es jetzt heim und schauen wir mal, vielleicht habe ich noch was zu sagen. Wenn nicht, dann kommt das Outro. Okay Leute, wir sind wieder zu Hause und es ist natürlich nichts mehr passiert. Ausbeute habe ich euch schon gesagt, aber 8 Chinese, 200er in 1,5 Stunden, 1 Stunde 40. Danach haben wir uns und die 1 Stunde 40 waren noch recht gechillt. Nur einer kommt dabei gehabt, nicht zweimal im selben Account eingeloggt für düstere Machenschaften. Ich habe ein Video hochgeladen dazu, die dunklen Geheimnisse, wie die Klassenspieler so viel schaffen und dies, das. Und eins davon ist natürlich, sich gleichzeitig in denselben Account einloggen mit zwei Handys und dann da ein paar Sachen gleichzeitig zu machen. Aber habe ich nicht gemacht. Es geht auch ohne direkt ersten 10 Minuten 100er bekommen und dann kurz danach ein Shiny und dann ja, ging es immer so weiter. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Quest Day ist Hammer. Wie gesagt, ein kleiner Bonus wäre nicht schlecht. So 3 Stunden Sternstopp oder sowas. Sternstopp Bonus, weil wenn man fertig ist, ist man halt fertig. Dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr weiter zu zocken. Man fängt sein 100er und dann ausgehend davon, wie viele Shinies man braucht, 3, 4, 5, was weiß ich, und dann ist man fertig. Und das wird wahrscheinlich, also klar, es gibt ein paar, die haben keinen einzigen Shiny oder sowas, aber in der Regel ist es halt VC-Day und man hat eigentlich nach einer Stunde oder so bereits mehr als genug, vielleicht 1,5, was weiß ich, aber ihr wisst, was ich meine. Am Ende des Tages hat man mehr, als man eigentlich braucht und schmeißt sie dann weg, wie beim C-Day. Und dementsprechend, aber C-Day hat während der 3 Stunden auch noch einen Bonus. Klar, wenn man jetzt einen Bonus da für die Quest Days auch noch einbaut, ist es halt eigentlich genau dasselbe wie das C-Day, aber wäre nicht schlecht, oder? Weil ich hatte halt keinen Anreiz mehr. Ich hätte eigentlich nach den ersten 15 Minuten wieder heimgehen können. Aber klar, man zockt halt noch ein bisschen weiter, aber es gab halt keinen Grund, die vollen 3 Stunden zu zocken. Es gibt halt die Freaks, die Zahlenprofis und sowas, die auf die Zahlen und Statistiken und so gehen und so viele Quests wie möglich machen und so viele Shinies wie möglich fangen und dies, das und ja, nicht mein Ding, nicht mehr. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, Quest Days kommen immer sehr gut an. Feedback, Community, freut sich immer. Kommt immer gut an. Also Niantic, bitte, bitte mehr davon. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Wenn ihr das seht, dann ist Montag und es sind X-Rates. Euch viel Glück, viel Erfolg mit den X-Rates. Ich bin auch am Start. Wenn alles klappt, 2. Wenn es nicht klappt, dann nur 1. Aber das seht ihr dann im Video Dienstag. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.